Ja, da sind wir wieder zurück bei Red Dead Redemption mit einer neuen Folge. Wir steigen hier erstmal aufs Pferd, während wir uns zurückerinnern an unsere Nachtwache in der vergangenen Nacht, die wir, glaube ich, mal ordentlich gegen Baum gesetzt haben. Wir haben zwar die zwei aufgehalten, aber ich glaube, wir hätten es auf eine ganz andere Art und Weise machen können. Gut, gegen den einen haben wir uns natürlich nur verteidigt, aber letzten Endes sind beide tot. Naja, ich glaube mal, das hat Verbesserungsbedarf. Jedenfalls schauen wir jetzt mal bei Bonnie vorbei. Mal gucken, ob wir ihr irgendwie aushelfen können, weil wir sind ihr und dem Doktor immer noch ordentlich was schuldig. Schließlich haben uns beide das Leben gerettet. Ja, das Pferd springt erstmal drüber. Ja, hier im Garten ist sicher. Kannst die Kleine neben der Kutsche stellen. Hauptsache, du bist sicher. Ja, dann gehen wir einfach mal ins Haus rein und schauen, was uns Bonnie zu erzählen hat. Stolpersteine. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarlane. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Ein kleines Pferderennen also. Okay, dann mal ab zu den Pferden. Ah, die Bonnie hat schon Faustdick in den Ohren, aber stimmt, sie war auch mit in dem Zug gewesen. Stimmt, jetzt wo sie das sagt, dass sie uns gesehen hat. Ich dachte, ich hätte sie da auch gesehen. So, hier ist wohl der Startpunkt. On the count of three. Three, two, one. Na dann mal los. Ich nehme mal stark an, diese Rauchschwaden sind die Kontrollpunkte. Nett von den Leuten, die sie da hingetan haben. So in Windeseile, weil gerade eben habe ich sie noch nicht gesehen. Bis bald. Ja, tschüss. Wir bleiben mal lieber auf dem Weg, weil ich glaube, da ist es ein bisschen einfacher zu reiten. Hier um die Kurve. Wir nehmen den Baum mit. Und weiter geht's. Tut mir leid, Fettchen. Will ich nicht zu sehr beanspruchen. Oh, wir wurden überholt. Wollen wir uns mal die Führung zurückholen? In der... Oh. Hier über die Brücke rüber. Wir sehen uns im Ziel, wenn du mir hinterherkommen kannst. Lang, hier rechts. Unser Pferd denkt sich mal drüber springen zu müssen. Oh, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Ist hier links. Die hat uns abgedrängt. Oh Gott, ich krieg die Kurve nicht. Ja, ich kann reiten. Nur gerade nicht jetzt. Und die nächste Brücke.
Ich würde ja sagen, wir lernen jetzt schon mal ein bisschen die Umgebung kennen, aber so wirklich Auge dafür habe ich jetzt nicht. Aber jetzt können wir uns gerade einen schönen Vorsprung erarbeiten. Das sieht gut aus. Ja, das schaut gut aus. Jetzt achte ich auch ein bisschen mehr auf mein Pferdchen. So, jetzt geht's in die Stadt rein. Ja. Wir gehen jetzt auf die Zielgerade zu. Also hoffe ich mal. Und zum Endsport. Komm und zack. Gewonnen. Ja, wo bleibt sie denn? That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarlane. You do whatever you think best, Mr. Marston. Bei Marshall in Armadillo vorbeischauen. Ruhm plus 20. Ah, und da sehen wir auf unserer Karte schon, dass das M hinzugekommen ist, was sicherlich das Zeichen da. Du kannst jetzt mit Marshall Johnson in Armadillo sprechen. Begib dich zum M auf deiner Karte. Wie ich es erwartet hatte. Schöne Kutsche. Als Beifahrer mitfahren. Könnte ich machen, nur haben wir gerade keinen Fahrer. Also von daher wäre das recht ungünstig. Aber Fahrer darf ich nicht sein. Traut man mir das nicht zu? Ihr könnt auf meinen Führerschein gucken. Ich darf Kutschen lenken. Das darf ich. Na, kommt noch eine zweite. Ja, ich nicht nur Beifahrer hier. Hallo. Howdy. Ja. Na dann, wenn wir hier schon mal in der Nähe von dem X sind, gucken wir einfach mal, was Bonnie noch von uns möchte. Dies ist Armadillo. How are you? Good, Miss McFarlane. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the driver's seat. Come on. Gerade eben wollte ich, aber man hat mich nicht gelassen. Um auf eine Kutsche zu steigen, gehst du zum Kutschbock und drückst Dreieck. Na, dann machen wir das mal. So. Jetzt haben sie sich unseren Führerschein genau angeguckt. Jo. Fährst du eine Kutsche, drücke kurz X, um zu beschleunigen und lenke mit L. Wie bei einem Pferd. Wir machen das mal ein bisschen schneller. Halte R1 gedrückt, um die Kutsche abzubremsen und anzuhalten. Halte R1 weiterhin gedrückt, wenn die Kutsche angehalten hat, um rückwärts zu fahren. Okay. No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Also ich hoffe, es ist okay für euch, dass ich die Figuren in Ruhe aussprechen lasse, dass ich ihnen nicht dazwischen rede, weil es natürlich auch mitunter sehr interessant ist, was sie zu sagen haben. I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarlane. Oh, please. Now who's being funny? Listen. I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarlane. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that.
einfach mal die Landschaft genieße. Es sieht so überragend großartig aus. Ja, super. Nehmt doch gleich die ganze Straße ein. I have a small holding up in Great Plain. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. Kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. Wir haben also eine eigene Ranch. Das finde ich ziemlich großartig. Abbremsen. Okay, geht klar. In der Stadt haben wir Armadillo erreicht. Und wir wollen natürlich niemanden überfahren. Deswegen fahren wir ein bisschen langsamer rein. Ah, und da ist schon das X. Langsamer werden. Ganz geschmeidig. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Also lernen wir jetzt den Doktor kennen, der uns sozusagen das Leben gerettet hat. Und wir sind wieder da, wo unser Abenteuer angefangen hat. Mich würde es echt interessieren, ob der Besoffene da hinten immer noch hin und her torkelt. Aber ich denke mal, wir haben längere Tage nach unserem nach dem Angriff auf uns längere Tage geschlafen. Ich denke mal, dass er mittlerweile sich ausgenüchtert hat. Oder wenn, dann schon wieder den nächsten Rausch hat. Sprich mit dem Arzt und kauf Medizin. Es freut mich, auch Sie zu sehen. So, die erste Medizin. Die Bonnie ist einfach zu nett. Jetzt bezahlt sie uns auch noch die erste Medizin. Dann kaufen wir das mal. Und schon ausverkauft. Ja, was für ein Zufall. Was haben wir denn noch? Kautabak und ein Apfel. Ach, Info mit Dreieck. Okay, erstmal Kautabak. Füllt die Dead-Eye-Anzeige auf. Und der Apfel stellt die Ausdauer deines Pferdes wieder her. Summe, das kostet $35, das kostet $1, Geld haben wir $3. Verstehe ich das richtig, dass er da 5-mal zur Verfügung hat, einen Apfel, oder kriegen wir 5 Äpfel bei $1? Ich denke mal eher ersteres. Wir kaufen einfach mal einen Apfel. Ja, okay, er hätte noch 4 zur Verfügung, aber einer reicht. Geht klar. Medizin und andere Verbrauchsgüter werden in deiner Tasche aufbewahrt. Drücke, um deine Tasche zu öffnen. Okay, hier haben wir die Medizin, hier haben wir den Apfel und hier haben wir Streitross. Was habe ich jetzt aktiviert? Ich bin mir nicht sicher. Du besitzt jetzt ein neues Pferd. Es kommt, wenn du pfeifst und erscheint bei deinem Lagerplatz oder Wohnsitz. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, gerade ein Pferd aktiviert. Das ist schön. Wirst du verletzt, färbt sich der Bildschirm nach und nach rot. Ist der dunkelrot, stirbst du. So, das müsste der Gemischtwarenhandel sein. Da, ach, da steht sie doch auch schon. Thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once. And the little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Wir passen jetzt sicherlich besser auf uns auf. Jetzt sind wir ja auch am Steuer. Wenn du Armadillo verlassen möchtest, besteige eine der Postkutschen, die gewöhnlich hinter der Frachtstation B und Entladen. Hinter der Frachtstation B und Entladen werden. Ehre plus 50. So, was haben wir denn unten? Wir sehen das M
für einen Marshall. Dann haben wir da das Medizinzeichen. Dann haben wir auch einen Waffenladen. Jetzt kannst du Immobilien kaufen oder mieten, die mit einem blauen Häuschen markiert sind. Also könnten wir im Saloon... Ja, ja, jetzt nicht schlecht. Wenn du eine Immobilie gekauft oder gemietet hast, kannst du deinen Spielstand speichern. Außerdem stehen dort ein Pferd, Munition und Utensilien bereit. Interessant. Poker kann an mehreren Orten gespielt werden. Interessant. So, kommt uns wieder ein Besoffener entgegen? Nein, diesmal nicht. Geschäfte haben neue Utensilien im Angebot. Okay, das ist der Saloon. Schaut auch ziemlich cool aus. Du kannst jetzt an mehreren Orten Five Finger Fillet spielen. Interessant. Cool, cool, cool. So, dann gehen wir doch gleich mal an die Bar. Können wir hier an die Bar gehen? Ja, etwas trinken. Ja, komm, ich brauche erstmal einen Schluck. Ja, komm mal hier gleich mal zurück hier. Einmal auffüllen, bitte. Jetzt sind wir arm. Jetzt haben wir gar kein Geld mehr. $2. Jetzt ein Schluck Whisky und ein Apfel. Mehr brauchen wir nicht. So. Wir haben leider nicht mehr Geld. Das tut mir leid. So. Dann verlassen wir mal den Saloon. Na, ehrlich gesagt, brauchen wir dann auch gar nicht den Gemischtwarenladen aufsuchen oder irgendeinen anderen Laden, weil wir haben kein Geld. So, wir können uns trotzdem mal ein bisschen umgucken. Was geht ab? Okay. So, da hinten haben wir ja die, ich nenne ihn jetzt mal den Bahnhof. Dann war das ja hier der Gemischtwarenladen. Da drüben haben wir den Waffenladen. Wir gucken trotzdem mal rein. Mal kurz das Angebot checken, damit wir auch mal gucken können, auf was wir eventuell sparen können. Ich nehme mal stark an, das ist jetzt die Eingangstür. Jo, richtig. Wunderschönen guten Tag. Mit Büchsenmacher reden. So, was haben wir denn da? Oh Gott. Köder, Patronengurt. Büffeltöter. Oh Gott. Ja, da können wir ordentlich sparen. Erstmal Munition. Können wir was verkaufen? Haben wir irgendwas? Nö, wir haben rein gar nichts. Wir haben rein gar nichts bei uns, bis auf die Klamotten am Körper. Patronengurt. Verdoppelt die Munitionskapazität von normalen und Repetiergewehren. Das wäre natürlich nicht schlecht. Kennig-Pistole. Älteres Modell einer Lever-Action-Pistole. Fast mehr Kugeln als ein normaler sechsschüssiger Revolver. Interessant. Und Köder lockt Tiere in nähere Umgebung an. Okay. Und eine Winchester. Oh, vierseitiges Repetiergewehr aus einer langen Reihe von Lever-Action-Waffen. Hohe Durchschlagskraft und gute Reichweite. Fast viel Munition. Wie viel kostet die? $350. Uff. Also insgesamt müssten wir dann $475 sparen, um den Patronengurt und die Winchester zu bekommen. So, wir wollten nur mal kurz gucken. Wir haben auch nichts angefasst. Okay. Gut. Dann haben wir... Da hinten müsste dann der Marshall sein. So, hier links haben wir ja den Arzt. Hey. Was willst du? Du hast mich Schwanzlutscher genannt. Was geht ab? Um die Herausforderung zum Duell anzunehmen, nähere dich dem Herausforderer und drücke Kreis. Na dann. Der Ort des Duells ist auf deiner Karte markiert. Der Hund will schießen. Tut mir leid, der Hund ist im Weg. Okay. Ein Duell. Tobias Weldon. Oder Tobias? Du hast ein Duell angenommen. Drücke X, um das Tutorial zu überspringen. Ah, das Tutorial sollten wir mal machen. Drücke R2, um deine Waffe zu ziehen oder bewege... Whoop.
Ich habe jetzt einfach mal gemacht. Und ich glaube, wir haben ihn ziemlich niedergestreckt. Aber unser Ruhm ist um 50 gestiegen und alle rennen weg. Ist unser Ruhm nicht gerade gestiegen? Schlechte Taten verfolgt die Bevölkerung aufmerksam. Bist du etwa Postkutschenräuber? Wird man dir in vielen Geschäften... Gut. Mit dieser Tat, wo wir das ganze, die ganze Stadt in Aufregung versetzt haben, beenden wir diese Folge. Und vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal.